Hier meldet sich Markus Wilmsmann von Mothergrid und neben mir steht Dennis Baumann. Wir sind im Haus Auensee, wo in wenigen Stunden Prinz Pi die Bühne entern wird. Dennis, was ist denn hier deine Aufgabe? Ich bin auf der Tour der Systemtechniker für Prinz Pi. Genau. Das heißt, beschreib doch mal kurz deinen Tagesablauf. Los geht's um 4 Uhr früh oder? Nee, wir haben hier einen ganz entspannten Arbeitsbeginn um 11 Uhr mit Load-In und Aufbau und dann sind wir so um 14 Uhr auch mit dem spielbereiten System fertig. Ganz entspannt hier. Und was habt ihr so alles mit? Was sind so die Highlights des Systems? Ja, wir haben 19 X4 Bars dabei. Das große Highlight ist natürlich die Münze, die hier mit einem BMFL und ein paar Custom Gobos vom FOH bestrahlt wird. Und ansonsten ist das eine Show mit sehr viel Floorlicht, sage ich mal. Und vielleicht noch kurz ein Wort zum FOH. Wer ist hier als Operator und Designer mit an Bord und mit welchem Material wird es angesteuert? Ja, wir haben hier den Brian Ritter am FOH. Als Lichtdesigner und Operator. Der macht Prinz Pi auch schon seit 9 Jahren. Wir sind zusammen ein Kollektiv, wir nennen uns Normal Lighting und das ist so ein Gemeinschaftsprojekt der Gruppe, sage ich. Genau, und gesteuert wird alles mit einer MA2 hier. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal ein paar Schritte über die Bühne und schauen uns das mal alles aus der Nähe an. Nachdem Brian und ein paar andere Freunde und ich quasi dieses Kollektiv zusammen haben, haben wir uns dazu entschlossen, das als Gemeinschaftsprojekt jetzt anzugehen und sind dann mit ins Boot geholt worden. Grundidee des Designs kam schon letztes Jahr im Oktober, November und dann gab es da ein, zwei Änderungen und das ist jetzt quasi die finale Version. So, der vordere Bühnenbereich, quasi auch vordere Bühnenkante, komplett ausgelegt mit 10 X4 Bars von GLP. Die dienen hier sowohl als Front/Unterlicht, aber eben auch als Effekt. Dann haben wir als Gassenlicht von Clay Parkey die K10 dabei. Das ist einfach ganz normal als Gasse. 2 Stück pro Seite verbaut. Als weiteres Gassenlicht und auch als Wash-Effekt haben wir 12 Martin McAura auf Stativen, die quasi eine Gasse nach hinten bilden und in der Höhe verschieden gestaffelt sind von 1 Meter bis 2 Meter. Genau, einfach um hier den Fokus Richtung Münze nach hinten zu legen. Die Münze, wie gesagt, wird bestrahlt von einem BMFL. Der ist bei uns platziert am FOH, hat ein paar Custom-Gobos noch angefertigt bekommen, um da je nach Song oder je nach Album dann noch ein bisschen Effekte drüber zu legen. Ansonsten, wie gesagt, einfach immer ein kleines Grundlicht drauf, um die Münze zum Vorschein zu bringen. Die Münze ist gebaut worden von Caroline Hinz aus Berlin. Das ist eine Skulpturenbildnerin, ist komplett handgefertigt, kann in 5 Teile getrennt werden und wird dann so transportiert. Das ist eben das aktuelle Album-Artwork von Prinz Pi. Ist ja die Nichts-war-umsonst-Tour und auf dem Albumcover ist eben diese Münze mit seinem Ebenbild. Und genau, entsprechend wurde das jetzt quasi auch schon für die Festivalsaison konzipiert. Ja. Hier oben ist die Band platziert. Die Band besteht hier aus einem Backup-Rapper, einem Keyboarder und einem Gitarristen. Alle nochmal bestrahlt mit einem Q7, so ein bisschen als Unterlicht. Und dann gibt es hier eben unsere wunderschöne Showtreppe, auch wie das ganze Bühnenbild. Die Münze natürlich rund, deswegen hat man sich auch gedacht, die Treppe schön in Halbkreisen. Ist auf jeden Fall auch so ein Hingucker des Sets. Ansonsten haben wir je Seite noch so ein paar Ventilatoren, auch von hinten bestrahlt mit einem Q7 und darunter ist noch ein ganz normaler Haser verbaut. Die Ventilatoren werden dann irgendwann während des Sets vom Künstler geöffnet und sind zuvor quasi noch unsichtbar. Die Show startet auch mit einem Kabuki-Drop nach dem dritten Lied.
Das heißt, das Set wird erst sichtbar, wenn die Band dann wirklich mit einsetzt. Das erste Lied und das Intro passiert quasi noch im Off und im Dunkeln. Und dann kommt der Künstler auf die Bühne, macht einen Song a cappella und beim dritten Lied fällt dann erst der Kabuki und das ganze Set wird enthüllt. Genau. Dann können wir noch nach hinten schauen. Also wie gesagt, das ganze Set ist sehr X4 basiert. Wir haben insgesamt 19 Stück dabei, eben verteilt auf die vordere Bühnenkante mit 10 Stück. Dann die mittlere Ebene, quasi der Beginn des Sets mit 4 und dahinter haben wir nochmal 5 platziert. So unser Rücklicht, sag ich mal, Vorsicht. Genau, quasi auch nochmal auf Bütex erhöht. Weitere 5 X5en. Dahinter 5-mal der Martin McViper hier als Spotlicht genutzt. Und dazwischen ein paar Atomic LEDs, alle nach oben gerichtet, um so auch nochmal einen Strobo oder auch andere Effekte auf die Münze geben zu können. Genau. Sagt so hier. Nicht so sichtbar natürlich jetzt, weil es sehr dunkel ist, aber hier eben die Münze als besonderer Hingucker des Bühnenbilds. Genau, hier die Auras, alle auf Pipe-Stehern natürlich verbaut, als sieht einfach ein bisschen schöner aus und dezenter als Traversensteher und kann auch direkt so transportiert werden, also wird abgekabelt und dann direkt in den Truck geschoben, um das alles hier schön roadtauglich und möglichst einfach zu machen. Also wie gesagt, wir starten jeden Tag um 11 mit Load-In, haben um 14, 14.30 spätestens ein vollständig spielbares System. Und dann ist hier genug Zeit nachmittags, um noch Änderungen vorzunehmen. Genau. Das war's eigentlich schon grundlegend vom Set.